bin losgejoggt mit den Jungs und es waren eh schon die besten Männer Deutschlands, die am Start waren. Weil ich habe gemerkt, okay, du brauchst hier Wasser. Das ist nur die eine Woche, das ist nur ein kleines Fitzelchen von der Eintrittskarte und dass ich wirklich unbesiegbar bin. Und ich meine, ich habe sogar 7 oder 8 Kilo abgenommen. Also es war tatsächlich oft wie in Trance und es gab auch genug Kameraden, die es geschafft haben, gerade nachts einzupennen, auch im Stehen, auch unterm Gehen sogar. Bevor wir mit dem KSK-Interview starten, möchte ich euch noch eine absolut top Sache empfehlen. Ich war die letzten Wochen viel unterwegs. Ja, was verpeilt man dabei oder vergisst? Vitamine zu sich zu nehmen in Form von Gemüse, Obst, Mineralstoff und alles. Und dafür habe ich eine richtig coole Sache für euch. Mit AG1 legst du eine Grundlage für einen richtig guten Energiehaushalt. Es sind unzählige Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Also AG1, der perfekte Start in den Tag mit ordentlich Energie und allem, was ich brauche. Es unterstützt täglich mein Immunsystem, meinen Energiestoffwechsel, meine geistige Fitness, meinen Hormonhaushalt und weitere Gesundheitsbereiche. Ich bin komplett ehrlich zu euch. Letztes Jahr hatte AG1 mir schon quasi eine Testpackung zugeschickt, eine große, die für einen Monat reicht. Die habe ich komplett aufgebraucht, das quasi benutzt, um jeden Tag vorm Büro, vom Arbeiten, mir den Drink zuzubereiten, habe mich richtig gut dadurch gefühlt. Habe mir danach das Ganze selber gekauft. Jetzt bin ich einfach dankbar um die Kooperation, sodass ich einfach das, was ich erleben durfte, mit wirklich Energie in den Tag zu starten und mich wirklich wohl zu fühlen, auch euch weitergeben kann. In AG1 findet ihr kein Gluten, keine Nüsse, keine Eier, keine Milch, keine künstlichen Zusatzstoffe und mit der Grundlage von AG1 startet ihr perfekt in den Tag. Ich bin definitiv angetan von AG1, sonst würde ich das Ganze auch nicht seit einem halben Jahr jeden Tag benutzen. Ihr könnt das auch. Unten gibt es den Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr entweder das Pulver einfach nur so bestellen zum Testen oder ein Abo abschließen. Abo klingt immer super gefährlich, weiß ich. Ist es aber gar nicht, denn ihr könnt das jederzeit pausieren, jederzeit kündigen, habt 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Im Abo drin ist ein hochwertiger Shaker. Wir haben eine Metalldose, Metalllöffel, einen Jahresvorrat an Vitamin D3. Checkt den Link ab. Wir machen jetzt weiter mit dem Video und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Jetzt sind wir beim Teil 2 mit Markus auf dem Weg, wie werde ich ein Kommandosoldat, KSK-Soldat. In Teil 1 haben wir abgerissen, wie der Weg dorthin war und die Vorbereitung. Also gerne reinschauen, wenn ihr wissen wollt, wie sollte ich mir am besten auch darauf vorbereiten und auch eine Menge Motivation mitnehmen aus dem ersten Teil. Jetzt im Teil 2 gehen wir darauf ein, wie läuft das Auswahlverfahren, die Höllenwoche ab, die Ausbildung und starten wir, glaube ich, da gerade rein. Eine Kleinigkeit habe ich, glaube ich, vorher vergessen und zwar vor dieser Höllenwoche, das ist ja so das, was sehr, sehr viele Leute kennen, gibt es ja noch ein anderes Auswahlverfahren, also die EFV Teil 1, das ist immer noch EFV, Einstellungsfeststellungsverfahren. Teil 1 ist, das habe ich auch durchlaufen, auch bestanden, das war, besteht aus Computertest und Sporttest, kann man eigentlich so zusammenfassen, oder? Ja, genau, das ist eine gute Zusammenfassung. Das ist ja knapp eine Woche und am Anfang sind die Computertests, dann natürlich sind auch immer die Psychologen mit dabei, die dann die ganzen Persönlichkeitstests mit einem machen, dass man nicht in irgendwelchen Teilen, in irgendwelche Extreme reingeht, in irgendwelchen psychologischen Teilen. Und dann immer wieder Sporttests, also das ist gemischt, jeden Tag ist eigentlich alles durcheinander gemischt und die Auswahlquote ist doch betrachtlich. Ja, ich meine, bei mir waren es irgendwie knapp die Hälfte ist rausgefallen, wo jetzt viele denken, das ist ja noch gar nicht die Höllenwoche, weil halt wirklich, muss man auch sagen, sehr ausgesiebt wird, was auch gut ist, finde ich, zu schauen, gerade von den Psychologen gibt es ja viele Gespräche und zu gucken, ist das wirklich der Typ Mensch, den wir hier haben wollen? Also man kann noch so der Überflieger körperlich vielleicht sein, aber es wird geschaut, sag mal, ist das der Kamerad, der Teamplayer, den ich neben mir haben möchte, ja oder nein? Und das ist, glaube ich, der Haupt Sinn und Zweck von diesem EFV Teil 1, zu gucken, wen müssen wir hier aussieben einfach. Check. Das war das nur mal ganz kurz. Wie gesagt, EFV Teil 1 ist vor dieser Höllenwoche, wo wir schon mal eine Menge rausfliegen. Und das ist auch gut so, weil es viele Leute gibt, die man halt so wahrscheinlich nicht dort haben möchte. Sportlich, der Test. Die Sporttests hatte ich damals beim EFV Teil 1 sehr einfach in Erinnerung. Das war, glaube ich, Sportabzeichen, PFD-Test, Klimmzüge machen. Das war, ich meine, das war nicht so wild. Das ging schon, da war noch 500 Meter Schwimmen mit dabei. Ja, stimmt, klar. Und also
der PFD war es damals noch, der Physical, jetzt ist ja der BFD. Das ging schon, das war schon. Ne? So, jetzt sind wir in der Höllenwoche angekommen. Endlich. Topfit. Alle Berge rauf und runter gelaufen mit unfassbar viel Gepäck in der Vorbereitung. Und man startet in die Höllenwoche rein. Wie waren deine Emotionen? Das würde ich gerne mal, da kann ich ja zumindest mal einen kleinen Teil noch mitreden. Ich weiß, ich war nicht aufgeregt, sondern ich habe mich gefreut, dass es losgeht. Weil es endlich soweit ist, wo man sagen kann, okay, jetzt beginnt diese eine Woche. Wie hast du dich gefühlt? Also dann warst du vermutlich auch gut vorbereitet. Ja. Das ist eine Sache der Vorbereitung. Wenn du selber merkst und weißt, du bist top vorbereitet, dann kann es eigentlich nicht mehr früh genug losgehen. Und dann sehnst du diesen Tag einfach nur noch herbei. Du hast einfach keine Ängste. Also es gab genug Kameraden, die, vielleicht ist es auch ein bisschen dem Perfektionismus geschuldet, wenn jemand einfach alles perfekt machen will, hat er Ängste, dass er es vielleicht nicht perfekt schafft. Aber für mich war das damals ganz klar, ich bin top vorbereitet, besser als je zuvor in meinem Leben. Und ich konnte diesen Tag damals einfach nicht erwarten, wann es endlich losgeht. Also ich war da, ich hatte einfach zu viel Energie auch und habe natürlich die Tage davor mich geschont. Das heißt, ich habe dann einfach, wie ein Ausdauersportler es macht, vorher einfach diese Carbo-Loading-Phase und diese Energieladephase weniger gemacht und war dann einfach unbesiegbar. Ja. Das finde ich gut, unbesiegbar da reinzustarten. Die Woche, ich weiß nicht, wie bauen wir das am besten auf, um die Leute abzuholen, was einen da erwartet. Es gibt Teile, die dürfen nicht gesagt werden. Wie kann man das aus deiner Meinung am besten zusammenfassen, was einen da erwartet? Ich meine, einen großen Teil kann man bei Wikipedia einlesen, auf diversen Seiten der Bundeswehr tatsächlich auch. Fass du mal zusammen, wie du das so erlebt hast und was dran kam. Ja, also man hatte schon natürlich die Möglichkeit, Informationen zu kriegen von welchen, die das schon gemacht haben. Da wurde uns von Anfang an gesagt, mach das lieber nicht, das ist kontraproduktiv. Mhm. Denn dann macht man sich zu viel Gedanken. Und uns wurde von Anfang an gesagt, versucht vom Kopf einfach so frei wie möglich da reinzugehen, euch nicht einen Kopf zu machen, was alles passieren kann, was schieflaufen kann, sondern geht da einfach rein in die Sache und gebt einfach euer Bestes. Und das habe ich auch geschafft. Ich bin da mit einem eisernen Fokus reingegangen und in meinen Fokustunnel war einfach nur weitermachen, egal was kommt und immer wieder einfach das Ganze durchstehen. Und einfach nichts hinterfragen, gar nicht versuchen, zum Beispiel auch an die Karte zu denken. Das haben auch die Psychologen geraten, dass man die Karte entweder versteckt, die Karte, die man zieht, wenn man nicht mehr kann, diese Ich-gehe-raus-Karte. Genau, da muss ich sagen, da ist so eine Karte, ich weiß gar nicht, was stand da nochmal drauf? Da stand ein Spruch drauf, weiß ich noch. Und es war, jeder hat ja eine Nummer bekommen. Mhm. War es die eigene Nummer? Weißt du noch, was auf der Karte stand? Also es war so ein Teufel drauf gemalt und dann willst du wirklich schon aufgeben. Okay. Das habe ich mir schon mal, weil es bei mir schon so lange her ist. Mhm. Ich wusste, es war ein Spruch drauf, wo man so, wenn man mal drauf guckt. Weil diese Karte, wenn man die einmal zieht, kann man nie wieder diesen Test machen. Genau. Weil damit wird geprüft, alles klar, wie sehr will ich das wirklich? Man kann also ein zweites Mal die Höllenwoche durchlaufen, wenn man, und ich glaube, es gibt auch ganz, ganz wahnsinnige Ausnahmen, noch vielleicht das dritte Mal, wenn ein Arzt einen rausnimmt. Also wenn Ärzte betreuen das Ganze natürlich auch und schauen, so war es ja bei mir, gestürzt, Knie auf, es wurde ganz dick, blutig und der Arzt sagte, das geht nicht mehr so weiter, ich nehme dich jetzt hier besser raus oder willst du weitermachen? Er hat gesagt, ich will ein bisschen weitermachen, aber ja, ich gebe dir noch eine Station und dann war es das. Also Pflicht zur Fürsorge von den Ärzten, die das betreuen, aber natürlich auch mit dem Wissen, naja, ein bisschen Schund oder beziehungsweise Abnutzung ist einfach bei jedem da vorhanden und ich habe es immer so empfunden, dass halt extrem viel natürlich Rucksack tragen, ganz wenig Schlaf, Übungen dabei, die dich schon sehr herausfordern. Wenn du denkst, okay, gut, jetzt ist mal Ende, aber dann ist halt nicht Ende, sondern dann wird noch mal eine Schippe draufgelegt und noch eine Schippe. Wie du schon sagtest, weil alle starten ja sehr vorbereitet oder sollten vorbereitet reinstarten. Und das, ich glaube, das Körperliche wird nur genutzt, um zu gucken, wie stark deine Psyche dann einfach ist, oder? Definitiv sind da diese ganzen, man kann es Psychospielchen nennen durchaus oder einfach um die mentale Stärke zu testen, werden auch teilweise groteske Dinge gemacht mitten im Wald, wo man dann schon sagt, hä, warum? Und genau das ist der Punkt, dass man versucht gar nicht erst so weit zu kommen mit seinem Kopf und zu fragen, warum passiert das jetzt gerade, warum muss ich jetzt diese Aufgabe lösen? Ja. Und da ist eben ein eiserner Fokus und ein eiserner Wille von Vorteil, dass man es einfach macht und gar nicht fragt. Ja. Und
ich kann mich noch erinnern, bei mir eingangs der Höllenwoche, das ist ein witziges Schmankerl, ist ja am Anfang erstmal der 7000 Meter Gepäckgeländelauf. Das ist ja die Eröffnung von der Höllenwoche. Stimmt. Und den haben wir gemacht. Das ist ein sehr hügeliges, anstrengendes Gelände. Es geht da nur bergauf, bergab. Ich hatte den riesen Vorteil, dass ich mich in den Bergen super fit gemacht habe. Und ich bin losgejoggt mit den Jungs und es waren eh schon die besten Männer Deutschlands, die am Start waren. Da wurde eh schon ausgesiebt, also zur Höllenwoche, wie du es vorhin gesagt hast, Teil 1, da wird so viel ausgesiebt. Und dann bin ich losgejoggt und habe mich nach etwa einem Kilometer umgedreht und habe niemanden mehr gesehen und konnte 200, 300 Meter weit schauen. Und dann dachte ich tatsächlich, ich bin falsch abgebogen, ich habe mich verlaufen. Oh Gott, dann wärst du zurückgelaufen. Und dann bin ich langsamer weiter. Und habe dann mich seitlich hingestellt und gewartet. Und dann sind irgendwann nach langer Zeit die Jungs gekommen. Dann wusste ich, okay, ich bin richtig. Und bin dann weitergelaufen, bin mit großem Abstand als Erster reingekommen. Boah. Und das war für mich genau das Zeichen, okay, ich bin bereit. Ich bin ganz vorne dabei. Also körperlich sowieso überhaupt keine Herausforderung, aber mental werde ich das auch packen. Das finde ich eine tolle Geschichte dabei, wenn man diesen Werdegang ja so ein bisschen verfolgt hat. Ne? Von, ja, als Junge halt irgendwie nicht so fit. Und so viele Tiefschläge und dann da zu stehen, top vorbereitet zu merken, es gibt ja einen Schub innerlich und man weiß, ey, okay, das ist die Creme de la Creme, die ihr antanzt und Vollgas gibt und man weiß, da werden es ein paar von schaffen und ich bin so weit vorne. Das gibt ja, glaube ich, wie du schon sagst, so ein Gefühl von, ja, ich pack das hier, ja. Ich schaffe das Ganze. Ne? 7000 Meter Gepäcklauf, wer von euch mal Lust hat, regulär auf den Lehrgängen in Pfullendorf und so muss man in 52 Minuten, glaube ich, die 7000 Meter Gepäck, 20 Kilo Gepäck, Uniform, Stiefel, so ein Gelände absolvieren. Gern gesehen werden Zeiten unter 40 Minuten in Pfullendorf oder in Calw, glaube ich, erst recht. Ja, ich kann bestätigen, dass es eine sehr hügelige Strecke dort ist. Ich bin die sehr auch da abgelaufen. Allerdings war ich nicht der Erste da vorne. Das kann ich auf jeden Fall auch mehr als neidlos anerkennen, dass das eine Wahnsinnsleistung ist, da vorne so weit vorab zu laufen. Gibt es so ein paar Sachen oft in der Höllenwoche? Wie gesagt, wir dürfen auch nicht zu tief dort eintauchen, weil es natürlich immer noch manche Sachen Verschlusssache sind und da musst du dich dran halten, was dort genau kommt. Gibt es trotzdem so ein, zwei Dinge, wo man jetzt nicht eine genaue Übung, aber so ein, zwei Situationen, wo du vielleicht auch wieder mal gemerkt hast vom Mindset, ich packe das oder auch lustige Situationen. Also ich weiß mal, ich bin bei mir, man kriegt ja rationiert Wasser und es gibt nach so und so vielen Kilometern immer Punkte, wo man Wasser aufladen kann. Und ich schwitze immer recht stark, gerade unter Anstrengung. Und ich weiß, ich hatte schon nichts mehr mit dem Trinken drin in den Behältern und war immer so froh, dass, oh okay, nächste Stelle. Und habe als erstes, so schnell es ging, nochmal einen halben Liter durchgeladen an Wasser und dann so schnell wie es geht wieder aufgefüllt. Weil ich habe gemerkt, okay, ja, du brauchst hier Wasser. Du verdunstest das hier einfach alles. Ja? Also da muss ich innerlich so ein bisschen, ich so, Otto, ich hatte mir tatsächlich um Wasser Gedanken gemacht. Kriege ich hier noch Wasser zu trinken, ja. So vielleicht so ein bisschen eine lustige Anekdote dabei. Hast du da irgendwas? Ja, also die lustigste Anekdote tatsächlich ist die eine Halluzination, die ich hatte. Dazu muss ich aber erklären, wir wurden von den Psychologen aufgeklärt, die haben gesagt, das ist völlig normal. Ja. Und die wollten das auch von uns wissen. Aber es hat sich keiner getraut, bisher zumindest kenne ich keinen, der darüber geredet hat. Das ist ganz einfach zu erklären, wir haben einen Glykogenspeicher in der Leber, der ist ziemlich schnell aufgebraucht, gerade wenn man zu viel marschiert. Und dann hat man noch einen Restspeicher im Gehirn. Und dieser Zuckerspeicher ist, wenn man 3 bis 4 Tage durchmarschiert und kaum Zucker zuführt oder nur sehr wenig Kohlenhydrate, ist dieser auch aufgebraucht und dann kann man Dinge sehen, die gar nicht existieren. Und ich habe das sehr wenig Menschen bis jetzt erzählt, weil ich manchmal auch dachte, was denken die über einen? Aber ja, wenn man das wissenschaftlich erklären kann, geht das. Und ich bin da nachts im finsteren Wald beim Einzel-Omarsch unterwegs gewesen, wo ich ganz schön am Ende war mit meiner Kraft. Und auf einmal sehe ich ein gelbes Licht in der Ferne. Und dann dachte ich erst, irgendein Instructor, irgendein Ausbilder. Und auf einmal bewegt sich das Licht auf und ab und kommt immer näher. Und ich sehe einen etwa 5 Meter im Durchmesser großen Smiley, der genau auf mich zufliegt und an mir vorbeifliegt. Und ich musste dann so lachen, dass ich das gerade erlebt habe. Und dachte, was geht ab in meinem Kopf? Und bin einfach weitermarschiert. Also ein lachender Smiley, der auf einem zufliegt, finde ich auf jeden Fall schon mal deutlich besser als irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Schreckgespenst, was man da irgendwie sieht. Aber krass, ne, dass man, also da wisst ihr vielleicht mal,
wie fordernd diese Höllenwoche einfach ist, weil man körperlich ist, da geht da einfach nichts mehr. Ne? Das ist das, also wirklich zu gucken, wo ist das Ende bei jemandem. Man sagt immer so schön, wenn der Körper nicht mehr kann, trägt der Geist das weiter. Der Kopf muss es weitertragen. Deswegen auch der Spruch, Leitspruch vom KSK, der Wille entscheidet. Und er sagt, okay, ja, mein Körper sagt eigentlich, hier geht nichts mehr. Aber mein Kopf sagt mir, ich will dieses Ziel da erreichen. Ja. Und hat dich dein Kopf hat sich weiter durchgetragen, ne? durch die Höllenwoche. Der hat mich weiter durchgetragen. Die einzige Phase, wo mein Kopf, wo meine mentale Stärke geschwächelt hat, war tatsächlich die Phase der Gefangenschaft. Mhm. Auf die kann man sich auch mit keinem Training vorbereiten. Das ist dann tatsächlich wirklich eine Sache, wo sich nochmal, obwohl es ziemlich am Ende ist und die Jungs alle topfit sind, die überhaupt so weit gekommen sind, wo sich dann trotzdem nochmal die Spreu von der Weizen trennt. Und das war eine Phase, wo ich persönlich mir sehr schwer getan habe, im Kopf einfach immer noch diese Gedanken abzurufen, du willst es zu 100%, du willst nur das und du musst das hier durchstehen. Da bin ich so ins Straucheln gekommen. Mein Glück war, dass das erst zum Ende hin angefangen hat, weil wenn das früher kommt, dann sagen die Profis, dann hast du keine Chance mehr. Und ich habe mich dann aber sehr schnell erholen können und dann kam ja zum Schluss der Ampellauf und da konnte ich wieder ganz vorne an der Spitze mitrennen, wo mir natürlich mein Training sehr zugute kam und auch natürlich die innere Motivation. Ja. Was aber für mich in der Höllenwoche eine sehr wichtige Station war, war auf jeden Fall der Baumstamm, weil da bin ich ja rausgeflogen das letzte Mal. Stimmt, und der ist ja recht weit vorne. Das ist dann nochmal so extra Gepäck, zusätzlich zu dem Gepäck, was man dann noch mitschleifen muss und berghoch. Das heißt, war das in dem Moment, wo du diese Übung mit dem Baumstamm geschafft hattest, wo du merkst, okay, wann hat sie einen Vergleichswert? Vorher zu jetzt, wo du gesagt hast, ey, okay, ich bin jetzt wirklich einfach auf einem, ich meine, du wusstest das, aber nochmal so eine bestätigende ähnliche, auf einem völlig anderen Level dort jetzt unterwegs? Also der Baumstamm war beim zweiten Versuch definitiv für mich der Knackpunkt mental, weil natürlich schon, als ich den Baumstamm da liegen sah, sofort die Erinnerung hochkam wie so ein Flashback, da bist du rausgeflogen letztes Mal und noch gar nicht vor so langer Zeit. Das war so sehr frisch. Und da habe ich dann gespürt, dass ich jetzt eine unheimliche Energie in meinem Körper, in meinem Kopf aufbaue und einfach so schnell wie möglich da hoch will, ohne irgendwelchen Gedanken. Ja. Und habe die dann genau im richtigen Moment ausgeblendet, auch die Versagensängste von damals. Klar. Bin dann mit dem Baumstamm hochgerannt und es war so ähnlich wie beim 7000er. Ich kam oben an, drehe mich um und sehe weit und breit niemanden. Aber es ging nur geradeaus, also wusste ich, okay, verlaufen haben konnte ich mich nicht. Nee. Und oben waren auch Instruktoren, die mich eingewiesen haben. Und ich saß dann da und habe getrunken und es waren locker 3-4 Minuten, was eine sehr lange Zeit ist, bis der zweite kam. Und das war für mich ein Zeichen, okay, ich habe genug Energiereserven, ich habe mich bestmöglich vorbereitet und das hat mich natürlich getragen, wie du es gerade gesagt hast, konnte ich dann mich erinnern, okay, damals hatte ich da keine Chance hochzukommen und jetzt bin ich da fast mit Leichtigkeit hochgerannt und das war für mich natürlich voll der Push und dann war die Motivation voll da. Finde ich auch echt ganz gut, den Vergleich von 1 und 2 zu haben, auch als Motivation für die Leute da draußen, wenn man an irgendeiner Herausforderung mal scheitert, nicht zu sagen, geht nicht, sondern dieses geht noch nicht, wenn man beim ersten Mal dann scheitert und sagen, okay, und du dich dann halt wahnsinnig vorbereitet hast, um dann zu sehen, okay, es geht nicht nur, sondern es geht richtig gut, dass man sagt, ey, ich habe auch noch einfach Energie über und wirst von so einem positiven Grundgefühl da durchgetragen. Ne? Ampellauf. Wie fühlt man sich, wenn man das geschafft hat? Das ist ja ein Gefühl, da kann ich halt nicht mitreden. Also man kommt an und muss dann erstmal den psychologischen Test bestehen, irgendwann mitten in der Nacht. Mhm. Das sind dann nochmal Fragen. Das Interessante ist, der Test wird in ähnlicher Form ganz am Anfang gemacht, wenn man frisch ist im Kopf und dann eben nach dieser Woche. Und das ist sehr viel Konzentrations- und Merkfähigkeitstests. Und das macht man dann so mit seiner letzten Energie. Und dann kommt man raus und dann stehen halt die Männer, die es schon geschafft haben, Spalier. Also es ist sehr schön festlich alles aufgebaut, Fackeln. Und man steht da, man kommt da raus aus diesem Unterrichtssaal und man hat es gar nicht gewusst, weil die sind vorher versteckt, man sieht die gar nicht. Man geht da rein und auf einmal sind da so viele Menschen, alle, die es schon geschafft haben und feiern einen. Und dann ist erstmal so eine kleine Feier, wo man dann beglückwünscht wird und man fühlt sich da richtig gut und man fühlt sich tatsächlich schon angenommen, obwohl man erst nur den ersten kleinen Schritt geschafft hat. Das wird einem auch die ganze Zeit gesagt, das ist nur die eine Woche, das ist nur ein kleines Fitzelchen von der Eintrittskarte. Das viel krassere kommt dann noch eben, die Basisausbildung. Und also das Gefühl, was ich damals hatte, war, ich fasse es nicht, habe ich das jetzt wirklich geschafft? Also ich konnte das gar nicht greifen.
dann erst so bei der Feier kommt es dann schon so ein bisschen ins Bewusstsein. Und dann ist man aber immer noch nicht gefeit, weil am nächsten Morgen ja das Gremium ist. Da muss man ja vor einem fast 10-köpfigen Team Rede und Antwort stehen, wie man es ja in den Videos kennt. Und da weiß keiner. Also da sind auch sehr Fitte, wo alle den Eindruck hatten, die sind überall top, die sind da auch noch mal rausgeflogen, wenn irgendeine Kleinigkeit nicht passt. Genau, muss ich auch sagen, man steht auch in dieser Höllenwoche noch unter Beobachtung, wie auch während der ganzen Ausbildung, wo immer noch geschaut wird, haben wir vielleicht bei dem einen oder anderen was erkannt, genau, was darauf hindeutet, dass der von seiner Einstellung nicht zu uns passt, von der Psyche nicht zu uns passt. Deswegen ist das schon, also Wahnsinn, ne? Man hat das eigentlich abgeschlossen, denkt sich, okay, und dann so, boah, tut's leid, aber wir haben die Sachen vielleicht festgestellt, macht keinen Sinn, wäre natürlich ein Tiefschlag, aber bei dir hieß es dann, es passt, ja, du darfst in die Kommandoausbildung einsteigen. Genau, das habe ich dann am nächsten Tag vom Gremium erörtert, eröffnet bekommen, ja. Und da habe ich es auch noch nicht realisiert, aber dann auf dem Heimweg habe ich dann doch so langsam angefangen zu realisieren, dass ich das jetzt wirklich gepackt habe, ja, und dass ich wirklich unbesiegbar bin, und man steigt da mit so einer extremen Motivation dann gleich ein paar Tage danach in die Basisausbildung ein, also das ist unvorstellbar. Mega. Eine Frage, was hast du als erstes gegessen, wo du wieder frei wählen konntest, was für ein Essen du holst nach der Höllenwoche? Wenn du das noch weißt. Ich überlege gerade. Also von der Feier waren noch richtig viele Steaks und Burger übrig. Die haben wir dann schon auf der Feier angefangen zu essen ohne Ende. Und dann am nächsten Tag, ich meine, das war dann so ein Rest der Essen, bevor ich losfahren bin, weil wir waren alle hungrig wie die Löwen. Ja, da ist jeder über die Thermen einfach hergefallen. Und dann natürlich wurde das ganze Wochenende eigentlich nur noch gegessen die ganze Zeit. Schon, ne? Und ich habe, obwohl ich zu dem Zeitpunkt am Anfang der Höllenwoche sehr gut definiert war, also ich hatte nicht zu viel Muskelmasse, es war eigentlich genau richtig, habe ich trotzdem von den wenigen Muskeln sehr viel Muskelmasse verloren wie alle. Und ich meine, ich habe sogar 7 oder 8 Kilo abgenommen, obwohl ich gar keine überschüssigen Funde hatte. Überleg mal, ne? Da sieht man mal eben, was der Körper zehrt und woher und wie schnell vor allem bei so einer extremen Belastung und Herausforderung. Ne? Boah, sehr, 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 sehr spannend. Also Wahnsinn, Höllenwoche. Ja. Man weiß, die Ausbildung beginnt, man ist mega happy, man hat es bestanden, Fackellauf vom Gremium, ordentlich gefuttert. Es gibt ja so ein, zwei Dinge, also... Bei mir ist schon sehr lange her und wie gesagt, das ist das einzige Fragezeichen, ich habe öfter schon in manchen Videos gesagt, was ich in meinem gesamten Leben bis jetzt habe, hätte ich das nochmal versuchen sollen, aber zum Zeitpunkt war bei mir auch schon, vielleicht nutze ich es auch nur als Ausrede, ich glaube nicht, weil dann die Firma schon so lief, dass es war, okay, es macht mehr Sinn, dann tatsächlich ins Zivilleben zu gehen. Ich bin rausgeflogen bei der Kistentrageübung, vielleicht für die Leute, die es nicht kennen, es gibt zum Glück ja, es gibt mittlerweile auch echt YouTube-Videos und auch da, wo ein Kamerateam in Kalfmar begleiten durfte, das EV oder die Höllenwoche. Da bin ich rausgeflogen. Kiste bedeutet was? Man hat ja einen Rucksack auf. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilo im Rucksack drin waren. Also der Rucksack war im Schnitt, je nach Körpergröße, um die 20 Kilo plus 5 Kilo Koppel. Und dann hat man ja noch das alte G3 rum mit 4 Kilo. Also man kann schon so 30 Kilo, konnte man rechnen, hat man an den Schultern permanent gehabt. Ne? Genau, also alte Waffe um. Die, damit es ja nicht, weil die halt oft mal, wenn jemand umklappt oder irgendwas, dann geht da zumindest mal nichts kaputt. Koppel, genau, muss auch noch sagen, standardmäßiges Koppeltragestell, standardmäßiger BW-Rucksack, also nicht, wie gesagt, richtig gut ergonomische Sachen, deswegen schneidet es auch ordentlich ein. Ich weiß, ich hatte mir so Schlaufen hier dran festgemacht, wo ich mich immer so einhalten konnte. Nee, nicht festgemacht, sondern diese Rückenschlaufen, die am Routine geliefert waren. Und dann gab es diese Kistentrageübung noch. Dann, so wie wir jetzt auseinander sind, gab es halt ein Balken zwischen uns, ein Holzpfahl, und da hing eine Kiste dran. Keiner weiß, was in dieser Kiste ist. Irgendein Gewicht. Die nochmal, was hat die gewogen? Auch nochmal 20, 30 Kilo oder so? Ja, mindestens. Bestimmt, ne? Die, ja. Und dann ging es immer darum, immer so, also angenommen, wir wären Buddy-Team gewesen, 100 Doppelschritt zu gehen. Also man kennt das Schrittzählen vom Orientierungsmarsch und von irgendetwas. Und nach 100 Doppelschritt übergibt man die Kiste mit diesem Balken an den nächsten, an das nächste Buddy-Team. Was eine... Ich weiß nicht, wie war das für dich? Wie hat für dich diese Kistenübung sich angefühlt? Also alleine schon permanent 100 Doppelschritte zählen, ja, das den ganzen Tag, die ganze Nacht, das ist schon für den Kopf schon anstrengend. Und dann natürlich diese Kiste, die baumelt dann auch zwischen einem, die muss man versuchen, stabilisiert zu kriegen. Mhm.
Da ist die Schwierigkeit, dass man nicht immer einen Buddy hat, der die gleiche Größe hat. Das rotiert ja auch durch, gerade wenn welche rausfallen. Das heißt, man hat manchmal eine Schieflage drin. Also die Kiste an sich, die ist einfach wirklich eine Last, auf die keiner Bock hat. Und dann kommt dazu, dass man die übergeben muss. Und bei den Übergaben war immer die Schwierigkeit, wenn einer zu spät irgendeine Bewegung gemacht hat beim Übergeben, dann konnte die einfach mal auf einen draufkrachen und das war dann natürlich oft das Aus für viele. Also die Kiste war einfach mit Vorsicht zu genießen, wie so ein rohes Ei. Keiner mochte sie und man musste trotzdem voll auf sie aufpassen. Das hast du sehr gut beschrieben, weil genau dabei hat sie mich tatsächlich erwischt, wie du schon gesagt hast, erwischt da mehrere oder öfter mal welche, weil man ist auch im Dunkeln natürlich unterwegs, bei mir war es halt nachts, auch bei der Übergabe, bergrunter, auf Schotter, ausgerutscht, weggeknickt und voll mit dem Knie halt auf so einen Stein aufgeschlagen. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich habe jetzt nicht so lange wie du das da durchgehalten, dass man da oft wie in Trance auch unterwegs ist. Dass man einfach nur stumpf und die Doppelschritte zählen und einfach weiter, bis dann wieder Sachen kamen, wo man hellwach sein musste bei verschiedenen Übungen. Aber es ist einfach ein, ja okay, nach der Nacht kommt der Tag, nach der Tag und am Tag kommt wieder die Nacht und wieder Tag. Und ich habe so, manchmal dachte ich, der Körper macht das und ich laufe nebenher und beobachte mich so ein bisschen. Also weißt du, so der, ja okay, muss jetzt halt gemacht werden und von außen, ja Otto, komm, lauf, mach weiter. Ist so. Stumpf ist Trumpf, kann man vielleicht auch so ein bisschen manchmal dazu manchen anderen Übungen sagen, ertragen das Ganze. Ne? Also es war tatsächlich oft wie in Trance und es gab auch genug Kameraden, die es geschafft haben, gerade nachts einzupennen, auch im Stehen, auch unterm Gehen sogar. Und gerade beim Einzelomarsch, da ist man ja alleine unterwegs komplett. Und da gab es auch den einen oder anderen, der halt kurz ein Nickerchen machen wollte, irgendwo auf dem Baumstumpf und dann einfach nicht mehr rechtzeitig wach wurde. Und dann ist die Zeit rum, da musst du Gas geben. Ja. Was würdest du Leuten empfehlen, vielleicht irgendein Tipp, der dich da durchgetragen hat? Klar, du warst enorm fit vorbereitet, das hat dich, glaube ich, sehr getragen, zu wissen, ich bin hier in der Form meines Lebens, ich reiß das Ding jetzt hier ab. Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, ah, irgendwie hat mir das geholfen, an irgendwas zu denken oder? Also das war schon auch manchmal, wenn einfach so ein Tiefpunkt kam nachts, hat es schon geholfen, einfach an was Schönes zu denken. An Essen sollte man gar nicht denken, aber an was Schönes wie einen schönen Urlaub oder irgendeine schöne Erinnerung, das hat einen dann schon auch nochmal gepusht. Und dann grundsätzlich, so oft es geht, einfach positiv denken. Immer wieder, auch wenn irgendwas wehtut oder irgendwas nicht funktioniert, eben sich nicht konzentrieren auf das Negative und sagen zum Beispiel, oh nein, die Blase wird jetzt noch schlimmer im Stiefel und dann geht gar nichts mehr, sondern sagen, okay, die tut jetzt weh, ich akzeptiere das und die geht bestimmt wieder weg oder der Schmerz hört einfach auf. Also einfach immer wieder positiv denken an alles, was passiert, weil egal, was einem im Leben Negatives passiert, man kann es trotzdem in Gedanken in was Positives am Ende umwandeln und es trägt dann einen weiter und gibt einem Zuversicht und das, ja, das ist dann am Ende das entscheidende i-Tüpfelchen. Finde ich einen super Abschluss für die Folge 2. Egal, was einem Negatives im Leben passiert, das probieren in etwas Positives umzuwandeln. Boah, so spannender Teil 2, muss man sagen. Auch hier mal wieder vielen Dank natürlich an alle Kameraden, die das auf sich genommen haben, das durchgestanden haben, an natürlich die Ausbilder, die Instruktoren, die das mitbetreuen und machen, die Ärzte. Das ist ja auch ein Riesenteam, was das Ganze veranstaltet, denn das Ziel ist ja nachher wirklich, die Speerspitze zu haben in der Bundeswehr. Weil wir sie einfach brauchen und tolle Worte. Wenn du noch was zuzufügen hast, dann hau auch nochmal gerne raus. Ich kann dir nur allen Danke sagen, die auch sowas mittragen, neben denen, die den Rucksack tragen müssen und die Kiste. Ja, auf jeden Fall ein Gruß an meine Kameraden und einfach nur euch das Beste im Leben, dass ihr immer wieder gesund nach Hause zurückkommt. Danke, dass ihr für uns da seid und ja, bleibt gesund. Top. Dann sehen wir uns in Teil 3 wieder von der KSK-Serie, der Kleinen, nenne ich sie mal. Bis zum nächsten Mal, euer Otto.